Titelverteidigung und saisonübergreifend der 55. Bundesliga-Sieg in Serie. Die SG BBM Bietigheim ist die Übermannschaft des deutschen Frauenhandballs. Und sie hat großen Anteil daran, ist seit einem Jahr die Kapitänin dieser Dominatorinnen. Xenia Smits ist in Bietigheim nicht mehr wegzudenken. Xenia ist, glaube ich, in allem, was sie tut, Vorbild, geht immer voran. Ich habe sie unglaublich gern und sie steht immer im Dienste der Mannschaft. Solange ich Handball spiele, möchte ich sie gerne in meiner Mannschaft haben. Nach Bietigheim kam die gebürtige Belgierin im Sommer 2020. Smits galt damals als Königstransfer. Sie war schon Leistungsträgerin in der deutschen Nationalmannschaft und eine Topspielerin in der starken französischen Liga. Im Ländle ist das Handballass richtig gut angekommen. Man baut sich irgendwie so, dass man irgendwie glücklich ist, auch neben dem Handball. Nach 3 Jahren hat man schon so seine Freunde und deswegen ist es schon ein bisschen Heimat. Und in der neuen Heimat war Smits schon äußerst erfolgreich. Deutsche Meisterschaft, 3-mal DHB-Pokal und die European League. All das hat sie mit Bietigheim schon gewonnen. Trotzdem, so ein Spiel wie gestern, wo der deutsche Meistertitel zum Greifen nahe ist, erzeugt bei der 29-Jährigen gemischte Gefühle. Vorfreude, weil es vielleicht wieder so weit sein könnte, dass wir heute schon jubeln dürfen. Nervosität, weil man trotzdem irgendwie so ein bisschen diese Angst oder der Druck hat, da zu versagen. Zum Spiel wird Smits dann abgeholt. Teamkameradin Jenny Behrendt sammelt sie ein. Eine Fahrgemeinschaft zweier Nationalspielerinnen. Wir sind alle heiß darauf, das Ding jetzt heute schon zu safen. Auf dem Weg steigt die Spannung natürlich. Knapp 2 Stunden vor Spielbeginn, Ankunft an der Sporthalle am Viadukt in Bietigheim-Bissingen. Für Smits, Behrendt und Co. geht nun der ganz normale Ablauf wie vor jedem Spiel los. Stretchen, aufwärmen und kurz vor Spielbeginn macht die Kapitänin ihre Mannschaft nochmal heiß. Gegen die HSG Bensheim-Auerbach, immer in Platz 8 der Tabelle, hat die SG zunächst keine großen Probleme. Smits mit der Vorlage zum 8:4 durch Annika Meyer. Neben ihrem Passspiel glänzt die Kapitänin in Halbzeit 1 vor allem in der Defensive. Ich glaube, es gibt in der Welt nicht viele, die besser sind in der Verteidigung, da bin ich mir sicher. Nach der Pause zeigt die 29-Jährige ihre Qualitäten im Angriff. In einer Phase, in der die SG schwächelt, nutzt Smits ihre Athletik und 1,82 Meter Körpergröße für wichtige Tore. In den letzten Minuten braucht Trainer Gaugisch seine erfahrene Kapitänin nicht mehr. Den Schlusspfiff erlebt sie auf der Bank, lässt dann ihren Emotionen freien Lauf. Noch nicht so richtig die Worte gefunden, aber erstmal freue ich mich riesig, dass es jetzt heute schon feststeht, dass wir Meister sind. Was an diesem Abend für Xenia Smits nicht fehlen darf, das Feiern mit ihrer D-Jugend, die sie trainiert.